Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Entschuldigung. Und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Und wie ihr eben gesehen habt, Namco Bandai. Und das heißt, wir spielen Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Das Intro kommt auch gerade. Das lasse ich jetzt mal so ein bisschen laufen für euch. So, das war das Intro. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, der Nachfolger von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Mann, das ist ja auch ein langer Titel. Da bin ich mal gespannt, wie ich den Titel vom Spiel so nennen werde bei YouTube, weil das ist ja viel zu lang. Aber ich habe sehnsüchtig darauf gewartet. Ihr seht auch oben im Logo, man sieht Sakura, man sieht Naruto, man sieht Sasuke. Und ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. So, da hat das Intro schon wieder angefangen. Nee, ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Ich habe die Aussagen bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 schon nicht verstanden, damit es nichts mit der Story zu tun haben soll. Für mich war es bis dahin, wo die Story gezeigt wurde. Und ein bisschen habe ich ja japanisch mit deutschen Untertiteln verfolgt im Internet. Für mich war es 1:1 umgesetzt, aber egal. Ich bin mal gespannt, wie sie es hier gelöst haben, wie die Grafik sein wird, wie der Sound sein wird und vor allen Dingen die Story. Ich will jetzt aber auch nicht um den heißen Brei weiter rumquatschen. Wir werden jetzt anfangen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn euch so eine Spiele gefallen oder allgemein meine Gameplay-Reviews, gebt doch einen Daumen nach oben, um ein kleines Fazit mal zu geben. Es ist nicht gefunden, ist klar. Ich will ja was Neues anlegen. Ich hab's ja auch noch nie gespielt. Dann kann er auch sowas ja auch nicht finden. Ich muss dazu sagen, Naruto hat immer so eine Suchtgefahr. Ich hab Ultimate Ninja Storm 3 habe ich in 2 Tagen durchgezockt. Einen Tag 12 Stunden noch was, nächsten Tag nochmal 8 Stunden. Und danach habe ich noch alle Nebenmissionen Och ja, du kriegst dann in der Story irgendwie Geschichten aus der Vergangenheit freigeschalten, wo du Kämpfe machen kannst und sowas alles. Ich habe alles gemacht, ich hab's Platin. Ich hab's megamäßig gesuchtet. Ist aber leider nicht mehr zum Freischalten für mich damit bei. Ich hab's dann nur noch so gespielt und gegeneinander gekämpft. Weltturnier. Freier Kampf. Eskapaden. Mhm. Kämpfe genießen kann. Online-Kampf? Oh, cool. Ninja-Weltturnier. Kämpfst bei Ninja-Weltturnier zur Feststellung aller Kämpfer genießen. Aha. Weltturnier zum... So, die Kämpfer. Freier Kampf. Genieße freie Kämpfe. Indem du zahlreiche mit den Originalgeschichten verwobenen Animes und Kämpfe genießen kannst. Hattet gar keine Story jetzt oder so? Ja. Ich würde sagen, um das wirklich vernünftig würdigen zu können. Ich werde zu jedem
Mal gucken, wie lange Weltturnier jetzt ist. Ich werde zu jedem dieser drei Punkte, werde ich ein einzelnes Video machen. Das wäre doof, wenn man das alles in ein Video klatscht. Da werde ich mehrere Videos machen. Many ask the question. Who is the greatest of all? To find that answer. We will be holding a battle tournament. Those proclaiming to be the greatest, prove yourselves at the Ninja World Tournament. The answer will be made clear. And the greatest will be revealed. Ist ja schade, der hatte wirklich keine Story. Den mag ich mehr, den nehme ich. Oh, das ladet aber definitiv hier schneller als bei 3, muss ich sagen. Da waren die Ladezeiten etwas länger. Vorgesehen, hier zu kämpfen. Mhm. Also besteht die Story hier aus Kämpfen nur. Sehen lassen. Turnier. Dort kannst du dich für Teilnahme anmelden. Okay. Bei diesen Japaner-Spielen, die quatschen geht mir meistens immer auf den Pisser. Ich will Story und nicht hier mal ewig Einleitung oder um heißen Brei rumreden. Ist genau wie bei Dragon Ball Z, ey. In der Serie. Irgendwo soll er hin, der Son Goku, weil kriegt er irgendwas Neues beigebracht, wo er zum Meister Kaio ist zum Beispiel. Ja, und dann werden erstmal 20 Folgen dafür verbraten, dass er da hinrennt zu Meister Kaio. Willkommen. Kaufen. Ah. Das kenne ich. Kettenhemd und so. Gut. Thank you. Der ist nicht zugeschlossen, aber ich werde mal jetzt hier hin. Ich hätte mal meinen Spielstand von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 runterladen sollen aus dem Online-Speicher. Ja, ich weiß. Vielleicht hätte das ja auch was gebracht. Das werde ich nachher mal testen. Speichern. Weg angemeldet, klasse. Da ist zu. 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 Wunschschloss. Schade, ich habe echt gedacht, man spielt in Konoha weiter. Training, aha.
Entschuldigung, ich hab aber immer noch mit meinem Hals. Wieso steht da eigentlich Nova SL43R? Ich nehme Sakura noch dazu. Achso, ein Dreier-Team ist es. Dann halt noch zugeschlossen. Ah. Soweit ja. Gucken, ob ich die Steuerung überhaupt noch kann. Gewinne den Kampf. Gib mir Mühe. Let the battle begin. Let me hit you. Oh, was hat er mir gemacht? Alter Schalter! Leck mich am Arsch, das ist eine Power, ey. Oh, was ist denn das? Ich hab noch was gemacht. Wow, geil. Hab ich schon wieder gleich gemacht, ich wollte was anderes machen. So, da kann ich meine Teamkollegen als Verstärkung rufen. Coole Sache. So, cool. I'm gonna surpass all of the Hokage who came before me. That's my dream. Und eine Trophäe. Ah, und wieder Geld gekriegt. Das ist wie bei 3. Dass du da auch dann Geld kriegst, womit du dir dann was kaufen kannst. Oh, ein S-Rang. Coole Sache. Die erste Attacke, was ich gemacht habe, Leute, ich weiß ja nicht, wie ich die gemacht habe. Muss mir erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ah, die Grafik sieht echt geil aus. Wieder dieser Cell-Shading-Look und auch alle 3D und ich find's geil. Ich find's richtig geil. Ich find's nur ein bisschen verwunderlich, dass wir nicht in Konoha sind und dass es diesmal mit irgendwelchen Turnieren ist. So, das ist ein Netzwerk beigetreten, hier ist nichts. Das für immer, das ist Lotteriegeschäft. Ausprobieren. Ich probiere mal aus. Okay. Ich brauche ein Lotterie los. Einfach, wie kriegt die, wo kriegt das her?
Hm. Also muss ich dir auch irgendwo Lotterielose geben. Alle zugeschlossen. Die ist auch zu. Klasse. Gesperrter Bereich, okay. Hier stehen welche, oder? Zu. Komme ich hier durch? Auch nicht. Ja, und wo soll ich denn hin? Ist ja ein halber Irrgarten hier. Ohne Tür. Komme ich aber auch nicht durch. Oh, Kisten. Und das weiß ich ja. Zack, kriege immer Items bei Kisten. Hoppala. War da noch was? Bin falsch runtergesprungen, klasse. Wo ist denn das? Ah. Ohne Sammelobjekt, okay. Ah, die Welt ist wieder schön animiert und sieht alles echt klasse aus. Gehen wir hier lang, komme ich hier lang? Ne, da komme ich nicht lang. Okay. Abgeschlossen. Was sind das? Vögel. Ah, die kann ich untersuchen. Das kenne ich noch aus 3. Dass man da so durchrennen kann und buddeln kann und dann findet man Sachen. Oh, da ist auch eine. Da sind noch Kisten und so wieder. Kommt da wieder schön der Sammeltrieb auf hier. Überall verschlossen. Du bist bereit. Für die Qualifikation. Bist du bereit für die Qualifikation? Ja, bin ich. Aber wie... Okay. Vielleicht muss man sich erst halt umgucken. Muss ein bisschen Zeit vergehen, bevor man da weitermachen kann. Let the battle begin. Wow, was ist denn hier? Ist ein bisschen viel Action hier. Ah, Inhalt getroffen.
Ach, nicht! Dumme Kuh! Ich sammle erstmal ein, dass ich hier auf eine 1000 wieder komme. Halt verloren. Ach! Jetzt werde ich es gerade mal rauskriegen, wie es funktioniert. Revanche. Eine Revanche will ich. Jetzt weiß ich, wie die geht. Da haben sich echt was einfallen lassen, dass es nicht nur mal so ein, normaler Haut drauf machen anderen alle oder so. Nee, hier muss man wirklich bei dem jetzt zum Beispiel, ich denke mal, da werden noch eine andere Modis geben, Punkte sammeln. Yeah! Ich bin Erster. Qualifiziert, yes. Was nur A, das ist ein S-Wert. Ich hab ihn ja vernichtet. Ey, das ist nur A, ich hab ihn ja vernichtet. Das ist doch scheiße. Manu, lade doch. Ah, mit R24 Gegenangriff, okay. Okay, so. Ja, quatsch doch nicht, ich will weitermachen. Ich hasse diese... Turnier, ja. Ich hasse diese Drumgequatsche am Anfang immer. Ich will da einfach zocken und nicht immer ewig quatschen. Also das ist nervig. Kann ich jetzt eigentlich da nochmal einen Kampf machen? Hier ist eine Leiter. Ach, ich kann Leitern jetzt hoch.
cool. Eine Höhle. Hier ist natürlich momentan nix. Also ob hier noch was kommt, weiß ich nicht, aber hier ist nichts. Bist du bereit für die Vorrunde? Logisch bin ich bereit für die Vorrunde. Also ich bin immer noch ein bisschen verwirrt mit dieser Insel und Turnieren und ich dachte eher, das ist ein bisschen mehr Story, dass die Story so ein bisschen vorangeht. Mitgliederauswahl. Das Sakura, die ist schön stark, die nehme ich mit drin. Obwohl, ich könnte auch Kakashi nehmen. Kakashi hat es nämlich auch drauf. Mit seinem Shidori der 1000 Dinger da. Können auch mal gucken. Haben wir denn noch leer? Alter Schalter, wie viele Kämpfer gibt es denn hier wieder, ey? Shidoriken oder Shidori der 1000 Vögel oder so heißt das dann. It's the time you've all been waiting for, the Ninja World Tournament. Who really is the greatest? Ach, jetzt geht's richtig los. Will it be a ninja or maybe a samurai? Da war auch so Tobi, der ist aber tot. Die sind auch tot. Of course, let's not forget the storied ninjas of today. So, who really is the greatest of them all? All eyes are on the Ninja World Tournament. Also das hat wirklich nichts mit der Serie zu tun. The tournament will decide the one and only, the greatest. The supreme champion will gain honor and glory beyond all. But of course, they must overcome the trials first. The tournament will be broken into multiple stages. First up is the preliminaries. The preliminaries are broken up into multiple blocks. That way, only the worthy will be selected to move on. Even if it is just the preliminaries, this is still a tournament to determine the greatest. The weak will immediately taste defeat. There are other powerful participants aside from us five Kage. If you aren't serious, you won't climb to the top. That's right. Let me repeat. This is a tournament to determine the greatest. If you truly want to be called the greatest, show us your will and strength. Understand? Good. The Ninja World Tournament begins. Reaching for the top. The Ninja World Tournament begins now. The Ninja World Tournament has begun. To be crowned the greatest, one first needs to win through the preliminaries. We can't wait to see the dramatic battles that ensue.
I forgot. My name is Chizune of the Hidden Leaf Village, and I will be the announcer for the tournament. Mabui is here to help as well. We have here with us Shikaku of the Hidden Leaf Village as our guest commentator. Pleased to be here. Ach, das ist sie. So. No holds barred from here on. They'll just have to fight it out now. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also auch wieder mit Punkten, so wie es aussieht. Och, Sasuke auch noch mit bei. Neji, na klasse. Let the battle begin. Ui. Let the battle begin. Now entering battle. Let's see what happens. Jutsu. I see. It looks like the concept is to end this quickly. Just looking at it is making me hurt. Not quite. Oh,
bisschen unübersichtlich gerade, der Kampf. Bin trotzdem Erster. Da gibt's einen S-Rang. Klasse. Bonusdetails. Ah, ich hätte mehr Würfe machen müssen. Ich hätte mehr Würfe machen müssen, aber egal. Took a long time, but the blocks have been cleared and the excitement of the preliminary round is so many have participated in the Ninja World Tournament, but only a few have advanced. Congratulations! There's some time to rest until the next stage, so and with that we end our broadcast. We'll see you at the goodbye next... everyone. Goodbye. Okay, nächste Runde. Okay, so... Mhm. Mhm. Aha, okay. Also ist praktisch das hier... Ist da muss ich immerhin, wenn ich einen Kampf mache. Und hier kann ich mich einfach umschauen. Oh, hier ist wieder was Neues dazugekommen. Hier noch nicht. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier oben noch was finden. Aber auch alle immer noch mit dem Schloss. Also hier scheint noch nicht frei zu sein. Doch, hier oben. Ah, hier. Machen wir einfach mal auch noch und dann kommen wir aber bald mal zum Abschluss. Understood. Ultimative Jutsu-Typ, Erwachsenen-Typ, Einsatztrupp. Der hat den Erwachsenen-Typen. Ich habe ultimatives Jutsu. So, da sind die Symbole. Was damit noch auf sich hat, muss ich noch rausbringen.
So, wenn ich nach links oder rechts mache, dann macht er was. Na oben ist das. Jetzt komme ich da langsam hinter. Na unten ist Ditte und dann macht er Ditte, okay. Kombinationen sind hier definitiv anders als in 3. Also ich muss mich wirklich erstmal zurechtfuchsen. Aber wieder Haufen Zeug zum Freischalten. Ist ja abnormal. Na, lade doch. So, ich will jetzt aber echt mal einen Abschluss machen hier von dem. Ich will auch nicht so viel verraten, labert doch nicht so viel. Was? Achso, Festufer, wo ist denn das? Festufer ist hier unten, glaube ich. Ne, hier sind sie nicht. Wo sind die? Bin ich hier am Festufer oder bin ich hier nicht am Festufer? Doch, da. Nice. Noch ein Kampf? Oh, leck mich doch. Ich wollte doch nicht noch einen Kampf. Ich wollte jetzt eigentlich nur das beenden, aber muss ich wohl doch noch einen Kampf machen, okay? Achso, dann rennen sie wieder weg und dann muss ich gegen... Oh. Jetzt will ich aber mal wissen... Achso, jetzt soll ich da bestimmte Sachen machen. Kombo-Liste. Mhm. Ah! Gut! Das ist Ditte. Dreimal, zweimal Dreieck, immer Kreis. Okay. Sieht aber geil aus. Jetzt komme ich langsam rein. Hmm.
ist das? Die Schweine! Augenblick, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, ich hab total trockenen Hals. Oioioi. Das geht nicht daran, garantiert nicht. Lager C. Oh, Entschuldigung Leute, aber total den trockenen Hals. Ich spiele schon wieder 47 Minuten, ey. Ich wollte eigentlich jetzt, wenn ich nur ihn zeige, schon nur kurz machen, aber sorry. Jetzt machen wir aber wirklich erstmal eine Zusammenfassung davon. Jetzt setze ich mich nachher ins Werk und mache die anderen Modus auch noch. Ja, so schnell hoch da. Oh, oh, ich soll die Folgen. Nee. Was ist denn hier eigentlich? Was sind das für welche? Achso, das sind die. Nee. Scheiße, ja, verlegt das halt. Das ist mir jetzt relativ egal. Achso, komme ich gar nicht hoch, doch. So, ich will nämlich hier einen schönen Aussichtspunkt suchen. So. Wir wollen ja was Schönes sehen. So. Ach, Mist. So. Und dann würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal die Gameplay-Review hiermit. Wir sind jetzt im Weltkampf-Modus drin gewesen. Ich werde diesen freien Kampf und online werde ich auch noch testen. Da werde ich dann die Tage nochmal Video machen. Soweit wie ich das jetzt hier mitgekriegt habe, ist das auf der Insel. Und ist praktisch wie bei 3, bloß dass hier halt um den Wettkampf an sich geht und dass hier wirklich auch alle wieder lebendig sind, die vorher nicht lebendig waren. Zeit ist um, ne? Und? Wiss ich doch. Sie haben nicht rechtzeitig versagt. Okay. Und dass es hier halt auch so in etwa aussieht wie bei 3, bloß dass ja, alles sich um den Weltkampf dreht und nichts an sich jetzt mit der reinen Naruto Shippuden Story zu tun hat. Aber die, logischerweise, die Originalcharaktere sind noch drinne. Also da lasse ich mich jetzt mal noch sehr überraschen, was da noch auf mich zukommt. Ich habe ehrlich gedacht, es spielt Naruto Shippuden weiter, die Story, aber leider wohl nicht so. Mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Also aber so an sich gefällt es mir, wenn man sich reingefuchst hat mit der Steuerung, weil ich ja 3 auch schon lange nicht mehr gespielt habe. Macht es einen mega mäßigen Spaß. Ist Naruto. Macht mir so oder so Spaß. Will ich euch nichts Falsches sagen, weil ich bin Naruto-Fan. Aber ich finde das mega geil. So. Also für Fans auf jeden Fall müsst ihr euch kaufen, müsst ihr zocken. Macht richtig Spaß. Vor allen Dingen, weil dieser Online-Modus ja mit drin ist. Dann kann man mit seinem Lieblingscharakter gegen seinen besten Freund oder was weiß ich antreten. Das werde ich auf jeden Fall ohne testen. Aber damit würde ich das Video jetzt hier erstmal beenden. Würde mich verabschieden bei euch. Ahoi, sagt euer Odin.